RTL ganz hinten in der letzten Reihe. Es geht um Covid nach Infektionen und nach Impfung. Also Postvac, wird da eigentlich bei der Forschung und bei den Expertengruppen differenziert oder läuft das parallel? Wir haben heute auch eine Vertreterin der Postvac, also Selbsthilfegruppen, dabei gehabt. Und in der Tat, wenn das also Krankheitsbild ein ähnliches ist, dann wird nicht danach gefragt, war das jetzt eine Impfung oder war es die Erkrankung. Das ist ganz klar. Wir haben also in der Regel ähnliche Ausprägungen, aber nicht so stark ausgeprägt bei denjenigen, die nach Vaccinierung also erkranken. Aber das Krankheitsbild kann sich ähneln. Und wenn das Krankheitsbild sich ähnelt, wird nicht danach gefragt, also was ist die Ursache, was ist der Hintergrund, sondern werden dann alle gleich behandelt.